Also ein Abend, der geeignet war, um die Emotionen wieder hochkochen zu lassen. Michael Beverunge in Chemnitz, guten Morgen. Bleiben wir zunächst bei denen, die reden wollten. Wie war denn die Atmosphäre beim Dialog mit der Landesregierung? Also Einigkeit bestand nur darüber, dass das Wichtigste in diesen Tagen eigentlich die Tat ist, die am Anfang stand. Die Tötung von Daniel H., dessen hier immer noch mit Lichtern und Blumen in Chemnitz gedacht wird. Diese Tat muss betraut werden und sie muss vor allem aufgeklärt werden. Ansonsten, das muss man sagen, war das eine deutliche Abrechnung, mit der Politik und eine Abrechnung mit den Medien. Die bekam vor allem Ministerpräsident Kretschmer zu hören. Die Chemnitzer fühlen sich völlig falsch dargestellt. Sie fühlen sich komplett verunglimpft als Nazis, als brauner Mob. Auch über die Darstellung der beiden Demonstrationen am Sonntag und am Montag gingen die Meinungen völlig auseinander. Ministerpräsident Kretschmer versuchte immer wieder darauf hinzuweisen, dass es auch Gewalttaten aus dieser Demonstration am Montag und am Sonntag gegeben hat, dass es Hitlergrüße gegeben hat, die gezeigt worden sind. Das wollten die meisten nicht so richtig glauben und hören. Das Positive, das kann man festhalten, es gab immerhin so etwas wie einen Dialog, eine Diskussion. Und die, die ihre Argumente vorgebracht haben, die Chemnitzer, hatten wenigstens das Gefühl, dass sie einmal in einer friedlichen Atmosphäre gehört wurden. Dann schauen wir auf die Straßen von Chemnitz. Nach den Protesten am Montag gab es ja Kritik, die Polizei habe die Lage unterschätzt. Und diesmal hat man fast den Eindruck, dass mehr Polizisten auf der Straße waren als Demonstranten, oder? Das war definitiv so. Minister Wöller, der Innenminister, hat gesagt, dass etwa 1200 Polizisten aus verschiedenen Bundesländern im Einsatz waren. Dem standen etwa 900 Demonstranten gegenüber, die sich aber auch deutlich friedlicher verhalten haben als in den letzten Tagen. Die Demonstration war auch lange vor der Veranstaltung im Chemnitzer Stadion beendet. Und so ist dieser Abend relativ friedlich auseinandergegangen. Michael Beverunge, vielen Dank für Ihre Eindrücke nach Chemnitz.